Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Test von Banished. Das Ganze wird blind ablaufen, also ich habe das Spiel gerade eben installiert, habe nur kurz die Soundeinstellung ein bisschen verändert, das heißt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Wenn ihr also erhofft, irgendwas zu lernen, ist hier nicht der Ort dafür. Ich will einfach nur halt sozusagen frisch in das Spiel reingehen, wir gucken, wie meine ersten Eindrücke so sind und hoffe, dass ihr dadurch auch einen guten ersten Eindruck gewinnt, ob ihr euch das Spiel jetzt holen solltet oder nicht. Ich habe bisher eigentlich nur Positives gehört. Es soll bockenschwer sein. Also das Spiel verzeiht gar nichts. Den Vergleich, den ich so häufig gehört habe, war Siedler 2 nur richtig, richtig schwer. Und da bin ich gespannt. Also wir machen Tutorials. Getting started klingt gut. Okay. Das hat auf jeden Fall schon mal Wetterwechsel. So, willkommen zu Banished. Drücke Next. Wir können jetzt das Tutorial beenden. Gut, WASD ist Kamera. Mausrad ist bestimmt reinscrollen. Naja, man kann leider nicht ganz reinscrollen. Aber man kann ganz schön weit rausscrollen. Alles gut. Weiter. Q und E ist rotieren. Gut. Mauswheel habe ich schon. Und es ist auch sehr schön, dass man nicht gezwungen wird, die Sachen zu machen. Es gibt ja Tutorials, die gehen erst weiter, wenn man genau das gemacht hat, was sie gesagt haben. Auch wenn man es weiß, wie es geht. Das finde ich immer recht ärgerlich. Hier kann man einfach schön durchklicken. Nam, 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 nam. Die Menschen brauchen drei Dinge, um zu überleben. Einmal Schutz, einmal Essen und etwas, das sie warm hält im Winter. Also Schutz wird ein Haus sein, deswegen haben die wahrscheinlich auch alle diese Häuser-Symbole über dem Kopf. Essen ist klar. Und warm im Winter wird das Feuerholz sein oder Kohle. Ich sehe nur Steine auf dem Boden rumliegen. So eine richtige Mine könnte man vielleicht auf solchen Hügeln hier bauen. Ja, doch, ist doch schön hohes Zeug hier mit bei. Die Karte wirkt auch recht groß. Wirkt ganz schön groß. Oh, das ist schön. Gut, weiter. Es könnte dir aufgefallen sein, dass manche Leute ein kleines Häuschen über dem Kopf haben. Das heißt, dass diese Townsfolk, also diese Bewohner, noch keinen Platz zum Leben haben. Also werden sie wahrscheinlich im Winter sterben. Oh. Sie sind aber ganz schön zutraulich. Das werden wir ändern. Sobald wir mit Äxten schreiend auf euch zulaufen, werdet ihr schon weglaufen. Du kannst die Bewohner mit Gebäuden F3 oder das Haussymbol zum Häuser bauen. Wähle ein Holzhaus. Gut, wie drehe ich das Holzhaus? Nein. Wir sollen es dahin bewegen. Okay. Wenn man ein Gebäude platziert, entsteht ein Imprint oder eine Blaupause. Es wird nach und nach von den Bewohnern selbstständig gebaut. Okay, es braucht Holz und Stein. Wo sind meine Ressourcen? Ich sehe keine Ressourcen. Sie brauchen Holz für die Struktur selbst und Stein für das Fundament. Ich glaube, die gehen gerade selbstständig los und holen Holz und Stein. Kann das sein? Nö. Er hat sich nur unter den Baum gestellt, weil es angefangen hat zu regnen. Okay. Weiter. Du kannst Bäume fällen und Steine einsammeln durch F9. Hier. Okay, wir sollen einfach mal alles markieren. Galschlag. Das erinnert gerade so ein bisschen an Dwarf Fortress oder Towns. Was auf jeden Fall nichts Schlechtes ist. Okay, also die Bewohner werden jetzt anfangen, nach und nach diese Aufträge abzuarbeiten. Wir brauchen allerdings auch einen Ort, wo wir die Sachen einlagern können. Da sagt er mir, ich soll F5 drücken und einen Stockpile anlegen. Definitiv Dwarf Fortress. Stockpile, gut. Sobald die Bewohner die Sachen gesammelt haben, werden sie jetzt einen Stockpile bringen. Sobald die Sachen im Stockpile liegen, werden die Sachen aus dem Stockpile verwendet, um Gebäude zu bauen. Naja, anscheinend bringen sie die Sachen auch direkt zu dem Haus. Das Stockpile muss nicht als Zwischenlager fungieren. Okay, und es kommen wirklich alle dahin. Das wirkt ein wenig beängstigend, wenn so viele Menschen gleichzeitig in eine Richtung laufen. Ah ja, geht gut voran. Weiter.
Während die Dorfbewohner dabei sind, die ganzen Bäume zu fällen und Stein zu klopfen, gibt es aber auch Aufgaben, die von speziellen Arbeitern gemacht werden sollen. Man braucht Bilder. Es gibt ganz schön viele Berufe. Wir sollten auf jeden Fall alle Tutorials durchmachen. So, also, assign job to citizens. Ach du gute Güte. Ja, bockenschwer trifft's. Also, wir sollen 2 Bauarbeiter hinzufügen. 2. Also, wir haben 6 Arbeiter. Und hier hinten steht wohl gerade of available in the profession. Also nicht jeder kann alles werden. Gut. Die Bauarbeiter können nun anfangen, das Haus zu bauen. Aber ein Haus ist nicht genug. Ja, das stimmt wohl. Ah, und T und R ist drehen. Warum soll das Haus genau dahin zeigen, wo das andere Haus steht? Was ist das da? Oh Mann. Okay, dich drehen wir so hin. Dich drehen wir so hin. Gut. Und mit F1 können wir das Spiel beschleunigen. Schneller, schneller, schneller. 10-fach. Okay, ist wahrscheinlich keine so gute Idee, das allzu lange laufen zu lassen. Genau, weil jetzt haben wir jetzt aber keine Ressourcen mehr, die abgebaut werden müssen. Und wir haben hier ein ganz schönes Loch reingerissen. So, jetzt versuche ich mal selbstständig rauszufinden, wie das war mit dem Ressourcenabbau. Und das war ich... Das deaktivieren. Das darf ich nicht. Hey, okay. Das Tutorial verbietet mir, andere Sachen zu machen. Sobald alle Häuser gebaut wurden, wird das Tutorial fortschreiten. Okay, dann Speedy. Ich glaube, ich weiß, warum es keine Holz- und Steinanzeige gab. Also kein Display oben irgendwo. Man muss in das Stockpile gucken. Und dann sieht man ja ungefähr, wie viel man hat. Ist auch interessant. Wird nach und nach gebaut. Das werden unsere beiden Bilder sein. Die komischerweise kein Haussymbol über dem Kopf haben. Achso, die bauen natürlich zuerst ihr eigenes Haus, ne? Oh. Da ist ein Wintersymbol. Das kann nicht gut sein. So, Kamera drehen war cool. Ja, also die Grafik ist jetzt nicht so super toll, aber ich finde es dennoch sehr charmant. Man muss ja auch immer bedenken, das ist ein Indie-Titel, ne? Super! Die Häuser wurden gebaut. Oh, die haben Hunger. Um irgendeine Struktur zu bauen, denkt daran, diese Blaupause zu bauen. Das ist okay. Die Bewohner werden selbstständig die Grundfläche freiräumen, also Bäume weghauen, Steine einsammeln und so weiter. Und das wird dann automatisch gebaut. Solange Citizens denn als Bilder designiert sind. Das muss ich mir gleich mal genau angucken. Die Bewohner werden Essen brauchen. Wenn sie kein Essen bekommen, werden sie verhungern. Es gibt folgende Möglichkeiten, Essen zu bekommen. Jagen, sammeln, fischen. Anbau von Getreide und dergleichen. Oder Tiere, also Tierzucht. Wenn Bevölkerung kurz davor ist zu verhungern, gibt es dieses Hungersymbol. Das hatten wir doch eben gerade schon. Und könnte das nicht bitte rot sein? Also erst grün, dann gelb, dann orange, dann dunkelorange und dann rot. Das wäre sehr praktisch. Da dieses Dorf in der Nähe eines Flusses ist es der einfachste Weg, Essen zu generieren durchs Fischen. Baue also ein Fishing Dock. Da. Fishing Dock. So rum. Klack. Und fast jedes Gebäude, das Essen produziert oder andere Ressourcen herstellt, benötigt Arbeiter. Also drück wieder auf das Symbol hier und wieder Assign Citizens. 4 Fishermen hätte er gerne. 1, 2, 3, 4. Und wir haben jetzt nur noch 4 freie Arbeiter. Also wir können nicht mehr allzu viele Sachen einstellen. Wir werden dann erstmal neue Bewohner brauchen.
Und ich denke, auch neue Bewohner bekommen wir, sobald unser Dorf hier einigermaßen gut funktioniert. Es könnte dir aufgefallen sein, dass manche Bewohner Fragezeichen über den Köpfen haben. Das bedeutet, dass diese Bewohner nichts zu tun haben. Achso, sobald die Fischerhütte allerdings steht, werden sie dort dann als Fischer arbeiten. Und das Icon wird verschwinden. Oh, man kann alle Fenster bewegen. Oh, das ist praktisch. Mal du dahin und dich habe ich doppelt? Nein, du gehst dahin. Geh weg. Klick. Und jetzt sollen wir warten, bis das Fishing Dock fertig ist. Dazu machen wir dich an und auf Maximum. Also ja, doch. Sieht soweit schon mal ganz interessant aus. Es ist halt was ganz anderes, weil es gibt keine großartigen... Also mit den Ressourcen zum Beispiel, dass die nicht mit Werten angezeigt werden, dass man bei den Spielern, also bei den Bewohnern selber nicht sieht, was ihnen genau fehlt. Also die meckern ja erst, wenn wirklich alles haarig ist, dass man sie nicht anklicken kann und sagt, okay, der hat jetzt 10% Essen, der hat 50% Essen, so ein bisschen à la Sims, das gibt's halt nicht. Man muss einigermaßen überlegen und nachdenken, was aber immer ein sehr guter Punkt ist. Also, jetzt hätte er gerne, dass ich Straßen baue. Und zwar mit dem Symbol hier und eine Dreckstraße für schnellere Reisen. Benutze die Maus, drücke und halte von einem Ende des hervorgehobenen Gebiets zum Ende des anderen. Okay, also von da nach da nach da. Dieselben Arbeiter, die auch die Häuser herstellen, werden auch die Straße vorbereiten. Und sobald die Straße gebaut ist, werden die Dorfbewohner auf diesen Straßen schneller sich fortbewegen können. Naja, ich glaube, bei so einem kleinen Dorf hätte ich gar keine Straßen erst gebaut. Weil die laufen ja so viel kreuz und quer, da zur Straße hinzugehen und dann von der Straße dahin zu gehen, das rentiert sich, glaube ich, fast gar nicht. Aber gucken wir mal. Ja, und alle sind am Angeln. Ich frag mich, ob es sowas wie Überfischung gibt. Weil man sieht nicht so wirklich die Fische einfach hier rausspringen. Und es gibt auch sonst keine Indikatoren, wie viele Fische überhaupt da drin sind. Vielleicht gibt es hier auch gar keine Fische. Ah doch, da ist eine Kiste mit Fischen. Sehr gut. Die wird jetzt bestimmt zum Stockpile gebracht, oder? Es ist ein wenig komisch, dass ich die Gebäude nicht anklicken kann, um wenigstens rudimentäre Informationen zu bekommen. Das habe ich gerade eben gelobt, das weiß ich. Aber es ist trotzdem sehr gewöhnungsbedürftig. Dass man halt den Bewohnern vertrauen muss und selber ein Auge auf die Stockpiles haben. Oder es gibt vielleicht hier irgendwo eine Übersicht, aber das kann ich leider noch nicht angucken. Da müssen wir erst im Tutorial weit genug sein. Während die Stadt wächst und die Arbeiter Essen produzieren und andere Güter, sollte man eine Übersicht haben. Oh ja, Übersicht. Gib mir Übersicht. Das ist eine sehr komische Übersicht. Obwohl doch geht. Wir haben Sommer. Wir haben so und so viel Grad. Kein Alkohol. 4 Kleidungsstücke. 9 Tools. Keine Kohle. Keine Medizin. Kein Essen. Kein Holz. Also kein Feuerholz. Wir haben Holz. Oh, wir müssen dann Feuerholz schlagen, okay. Weiter. Sobald Essen und andere konsumierbare Güter produziert werden, werden sie irgendwo gelagert. Bisher haben sie primär im Kart gelagert. Wir brauchen jetzt allerdings etwas anderes, und zwar ein Storage Barn. Oh, der ist groß. So. Das wird dann wohl so eine Art Lagerhaus sein, wie man das aus Siedler kennt. Wir haben anscheinend nicht genug Holz. Das Ding, also wir haben 32 Loks und es braucht 48, okay. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Harvesten, Harvest Trees. Den ganzen Bereich hier. Wenigstens müssen wir keine Holzfälle extra deklarieren. Also diese Standardarbeiter, die wir haben, die halt keinen besonderen Beruf haben, die machen alles andere.
Chop, 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 chop. Die Bevölkerung muss ebenfalls warm bleiben im Winter, sonst erfrieren sie halt. Was zu den Zeiten, wo das Spiel hier spielt, recht gang und gäbe war. Der einfachste Weg ist, Logs in Firewood zu schlagen. Dafür brauchen wir einen Woodcutter. Das wäre hier. Da. Das ist ganz schön. Okay. Das hätten sie sich, glaube ich, sparen können. Also, wenn man ein eigenes Haus hat und Kamin und alles, dann nimmt man sich einfach einen kleinen Block vor der Tür und schlägt da sein Feuerholz. Da braucht man nicht so ein riesiges Ding auf dem Marktplatz. Aber na gut, Spielmechanik. Und sobald das Symbol kommt, besteht die Gefahr, dass sie erfrieren. Das ist nicht gut. Zumal wir Sommer haben. Was ist mit euch los? Also ja, es kann auch im Sommer kalt sein, aber... Die müssen wir im Auge behalten, die beiden. Vor allem, warum sind nur die beiden am Erfrieren und die beiden nicht? Sehr komisch. Ah, Temperatur geht runter. Was ist das? Durchschnittliche Gesundheit der Bewohner und Glücklichkeit, also Happiness. Und wieder warten, bis der Bahn fertig ist. Gut. Das war hier und da und da und da. Hier wurde alles... Wenn man das mal so vergleicht, wie es vorher aussah. Also wir haben hier ein riesiges Loch reingeschlagen und hier kommt gleich noch ein riesiges Loch. Ich will nicht wissen, wie die Dörfer später aussehen, also nach mehreren Stunden Spielzeit. Gibt es wahrscheinlich fast gar keine Bäume mehr auf der Karte. Aber so wie ich meine siedlerartigen Spiele kenne, wird es bestimmt auch jemanden geben, der überhaupt mit Bäume wieder anpflanzt. Oder sie pflanzen sich natürlich wieder an. Also dass es einfach gestreut wird. Müssen wir im Auge behalten. So, das Ding ist fast fertig. Wir haben schön viel Holz, wir haben fast keinen Stein. Kann ich allerdings noch nicht abbauen, weil das Spiel mich gerade nicht lässt. Ich freue mich schon auf das erste richtige Spiel. Aber trotzdem Tutorials alle durchmachen, sonst geht gar nichts. So, du bist fertig. Das muss auch noch gebaut werden, okay. Aber das scheint fix zu gehen. Beiden sind immer noch am Erfrieren. Oh, wir sind auf 58 Grad runter. Also nicht Celsius, ne? Du kannst auch Arbeiter zuteilen durch das Profession Tool. Ah, man kann doch direkt auf Gebäude raufklicken. Aber halt nur bei manchen. Und das kleine Symbol da hoch. Wie viel sollen wir einstellen? Ein. Okay. Boah, also ich muss, wenn ich das später mal richtig spiele, die Auflösung höher drehen. Ich musste über die Augen zusammenkneifen. So, was jetzt? Ja, also einer wird jetzt anfangen, die Logs zu Firewood zu verarbeiten. Und wir können es hier beschränken. Also wenn wir wenig Holz haben, sollten wir nicht alles zu Feuerholz verarbeiten. Sonst haben wir nicht genug Holz für andere Häuser und dergleichen. Das können wir hier wohl einstellen. Num, 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 num. Wir können jetzt das K zerstören. Okay. Deconstruct. Remove structure. Card. Das hat echt sehr viele Dwarf Fortress-Anlehnungen. Auch der Card. Also normalerweise bei Dwarf Fortress fängt man auch an mit einem Card und 7 Zwergen drumherum. Und man lagert alles in dem Card. Und wenn man dann später die ersten Sachen gebaut hat, dann demoliert man auch das Card, um an das Holz zu kommen, woraus das Card hergestellt wurde. Achso, das Spiel geht erst weiter, wenn das Card auseinandergenommen wurde. Dazu muss das Card jetzt komplett leergeräumt werden und da rein. Sobald man Hilfe braucht, soll man was machen? Tooltips und Ingame-Hilfe. Ah, da. Ja, und ein Handbuch. Okay, praktisch. Und das schien das erste Tutorial gewesen zu sein. Ha. Okay, aber erstmal gehe ich hier quit. Zurück auf dem Hauptbildschirm. Und mache so ein kleines Resümee darüber.
und danach kann ich mir die anderen Tutorials mal angucken. Also bisher, grafisch, so lala, ich finde es trotzdem sehr ansprechend. Es scheint sehr viel Spieltiefe zu haben. Also die ganzen Menüs, die man da gesehen hat, von verschiedenen Berufen, die es gab, von verschiedenen Gebäuden und so weiter, sieht sehr vielversprechend auch aus. Und dürfte sich lohnen. Aber so 100% überzeugt bin ich noch nicht. Aber dafür kommt ja das nächste Video, wo ich dann die nächsten Tutorials durchgehen werde. Also bis gleich.